Willkommen zu einem neuen Video, liebe EverCharm Community. Mein Name ist Tobias Hemmel, ich bin vom Kanal Desk Calisthenics und heute habe ich die Ehre mit euch ein ordentliches Beinworkout durchzuziehen. Und ich würde sagen, wir starten direkt durch, denn besser wird der Zeitpunkt definitiv nicht mehr. Ich hoffe, ihr habt eine ordentliche Packung Motivation dabei. Alles, was ihr braucht, ist ein Springseil und naja, los geht's. So, 5 Sekunden, dann geht's los mit ein paar Hampelmänner. Und los geht's. Im Moment haben wir erstmal ein Warm-up, damit wir schön ready sind. Und dann geht's auch schon direkt los. So, und kurz mal 10 Sekunden Pause. Anschließend Ausfallschritte nach hinten. Und los geht's. Einfach in eurem eigenen Tempo durchziehen und so gut machen, wie ihr könnt. So, und schon geschafft. Nochmal alles ausschütteln. Und als nächstes kommen einfach ein paar Kniebeugen. Eins und los geht's. Ungefähr schulterbreit hinstehen. Knie sollten sich in Richtung der Zehen bewegen. 10 Sekunden noch. Jawohl. So. Als nächstes kommen wieder Ausfallschritte. Und ja, aber diesmal nach vorne. Next up, James Rhodes, 125 Grams. So, Warm-up done. Jetzt geht's richtig los. Was wir brauchen, ist ganz einfach das gelbe Sprungseil von EverJump. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr natürlich auch ein normales Sprungseil nehmen. Also die App empfiehlt hier dieses hier. Aber als erstes geht es mal mit Kniebeugen gemischt mit Ausfallschritten los. Ihr seht gleich, was ich meine. So, und los geht's. Einfach abwechselnd Kniebeuge und Ausfallschritt. So, dann direkt das Springseil her und reinhauen. Fünf Sekunden noch. Jawohl. Wieder genau das Gleiche. So, wieder das Springseil her. Jawohl. Direkt wieder Kniebeugen mit Ausfallschritten. Und weiter mit Seitspringen. Fünf Sekunden noch. So, wieder Kniebeugen mit Ausfallschritten. Und so geht es jetzt eh die ganze Zeit weiter. Jawohl. Und hier könnt ihr dann übrigens machen, was ihr wollt. Also mit Gehen oder Boxer Jump oder was ihr gerade Lust habt.
So, ich hoffe, ihr seid noch dabei. Einfach durchziehen. So, wieder her mit dem Springseil. So, hab gerade wegen der Technik was abchecken müssen. Tut mir leid, aber ich bin immer noch dabei. Hoppala. Falls ihr mal einen Fehler macht, kein Problem. Einfach weiter durchziehen. So. Next up, freestyle jump. Freestyle jump. Weiter mit dem Freestyle Jump. Jawohl. Einfach weiter durchziehen. Ich weiß, es ist anstrengend, aber von nichts kommt nichts. So. Erste Runde gleich mal geschafft. Sehr schön. So, weiter durchziehen. Jawohl. So, ganz normal weiter. So, erste Runde wirklich gleich geschafft. Jawohl. Das sollte jetzt eben mal der letzte Satz sein. So, ein letztes Mal etwas Seilspringen. So, 15 Sekunden noch. Hoppala. Jawohl. So, jetzt haben wir eine Minute Pause und dann geht es direkt weiter. Ich hoffe, ich schwitze auch so sehr wie ich, aber genau so soll es sein. So, wir starten wieder mit Squat Lunges, also genau das gleiche wie zuvor. Beine kurz etwas ausschütteln.
falls ihr mal gar nicht mehr könnt, einfach kurz pausieren, aber bloß nicht aufgeben. So, gleich geht's weiter und los geht's. So, wieder Seilspringen. Naja, mit der Müdigkeit kommen auch mehr Fehler, aber gar kein Ding. Übrigens, wer jetzt noch dabei ist, wirklich, ihr habt meinen Respekt. So, Freestyle Jump wieder. Squat Lunges. Springseil wieder her und weiter geht's. Ja. Beißen. So, wieder her mit dem Springseil und einfach das machen, worauf ihr Bock habt. Fehler nicht unbedingt, aber passieren. Jawohl. So, fünf Sekunden noch und weiter geht's. Wird langsam ordentlich anstrengend. Aber wir beißen durch. Jawohl. So wieder. Kniebeugen mit Ausfallschritten. Versuchen, den Oberkörper so gerade wie möglich zu halten. So. Jawohl. Fünf Sekunden noch. Und jawohl. So.
Allzu lange geht's nicht mehr. Jawohl. Tipptopp. Hoppala. Einfach weitermachen. Ja. Wenn es dann geht. 3, 2, 1. Und Squat Lunges. Durchziehen. Bloß nicht aufgeben. Geht nicht mehr allzu lange. Jawohl. Springseil her. Nachher glaube ich noch 2 Durchgänge. Dann haben wir es. Zehn Sekunden noch. Beißen. So, Squat Lunges. Ja, meine Hose rutscht. So. Durchziehen nochmal. Gleich geschafft. So, 5 Sekunden noch. Und jawohl. Sehr stark. So. 30 Sekunden Pause. Und dann gibt es noch einen Cooldown. Das sind eigentlich nur Dehnübungen, um ein bisschen runterzukommen. Und ja, dann haben wir es schon geschafft. Ich hoffe, es sind noch einige von euch dabei. Puh. So. 2, 1. Einfach. Mit den Fingern die Fußspitzen berühren zu versuchen. Das war es eigentlich auch schon. So, 4 Sekunden noch. 10 Sekunden Pause. Als nächstes stretchen. Dehnen wir die Vorderseite. Diese Dehnübung ist bestimmt sicher den meisten bekannt. So, 10 Sekunden noch. Fünf Sekunden noch. So, direkt anschließend, das gleiche auf der anderen Seite. Puh. 10 Sekunden noch. 1 und kurze Pause. Oh, 1. So, einfach in die Kniebeuge gehen, so weit runter wie möglich. Versuchen den Rücken gerade zu halten und einfach in der untersten Position halten. 5 Sekunden noch. Well done. See you next time. Und sehr schön. So, schon sind wir durch. Puh. Ich schwitze ordentlich, ich hoffe ihr auch. Schaut gerne mal auf meinem Kanal Der ist Calisthenics vorbei und vergesst nicht, hier zu abonnieren und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Workout gehalten habt. Aber mit dem sage ich auch schon Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Peace.